Fürth, die einzigen Jahre. Vor uns liegt eine Summe von 2,6 Millionen, die verbaut wurde. 1, 2 und durch. Jawohl, so, das war. Und jetzt schnell wieder runter. So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur feierlichen Straßeneinweihung unserer B1. Angeführt wird der Truck von einem ABV, zu Deutsch Abschnittsbevollmächtigter. Musikalisch begleitet wird der Umzug von dem bekannten Sachsen-Anhalt-Orchester. Sehr schön anzusehen sind die prächtigen Pferdekutschen mit den historisch gekleideten Kutschern, in denen einige Prominente aus Kirche und Politik Platz genommen haben. Der gute alte Trabi darf bei so etwas natürlich nicht fehlen. Ein doch recht friedliches Bild. Kirche und Politik sitzen in einem Boot. Verzeihung, in einem Wagen. Bei über 30 Grad lässt es sich doch so gut aushalten. Mit dabei auch die Kameraden der Feuerwehr, Mitglieder des Garbischer Sportvereins und der Heimatverein. Die Trachtengruppe der Garwischer Knechte und Mägde ziehen hier mit dem Nachbau der alten Kirche, die bis etwa 1841 auf dem Kreuzberg stand, an uns vorbei. Sehr schön symbolisiert diese alte Hanomark den ländlichen und bäuerlichen Charakter unseres Dorfes. Hier erinnert der Garwischer Karnevalsverein noch einmal an seine letzte Sitzung mit den Darstellern aus Tausend und einer Nacht. So oder so ähnlich haben es sicherlich noch die alten Garbischer in Erinnerung, die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Durch die Tatsache, dass sich zu dieser Zeit in Demuna ein Munitionslager befand, gehörten die Fahrzeuge der Wehrmacht zum täglichen Straßenbild. Und auch nach dem Krieg wurde unser Ort vom Militär nicht verschont. Diesmal waren es die Russen, die bis zur Wende das gleiche Objekt nutzten. Und wieder Tag und Nacht, und jetzt sogar, mit schweren Panzern, durch unseren Ort knatterten. Unter den strengen Blicken des ABV passiert nun der Umzug, die Wendeschleife am Ende des Ortes. Allen voran ein Radfahrer mit dem Outfit aus den 20er Jahren. Ja, und kleine Muntermacher für die Herren machen den Rückweg etwas leichter. Oder Herr Pfarrer? Prost, Herr Verkehrsminister. Die Russen tanken noch einmal auf, bevor es wieder zurückgeht. Hingucker sind natürlich die historischen Militärfahrzeuge.
Bis ins Detail hat der Verein aus Dessau-Roßlau die Fahrzeuge mit dem entsprechenden Zubehör ausgestattet. Wie man erfahren konnte, sind auch einige Wehrmachtsuniformen Originale. Der Verein betreibt hauptsächlich ein militärhistorisches Museum in Dessau-Roßlau mit einer ständigen Ausstellung. Mit einem eindrucksvollen Tanz erreichen jetzt auch Sulaika und der Emir das Ende des Umzuges. Zur Feier des Tages hat die Bürgermeisterin ihre Amtsstube nach draußen verlegt. Hier gab es dann auch eine amtliche Bestätigung für alle, die bei diesem schönen Fest mit dabei waren. Der Clou war der preußische Originalstempel unserer Gemeinde auf der Urkunde. Unter strenger polizeilicher Bewachung konnte sich zwischenzeitlich der interessierte Bürger die spektakulären Funde von den Ausgrabungen im März des Jahres in der Kirche ansehen. Es folgten einige Ansprachen und die Einsegnung der sanierten und wiedereröffneten Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 1. Wir kommen nämlich jetzt zur Einsegnung der B1 durch Herrn Pfarrer Albrecht Neumann. Wir haben hier eine schöne Straße bekommen. Das Ortsbild von Garmisch ist neu geworden. Das konnte man am Anfang noch gar nicht sehen, wie es werden wird. Aber es steckt so viel Mühe drin. Und ich denke, diese Straße, die ja von alters her hier durch den Ort geht, beziehungsweise der Ort hier an dieser Straße neu angelegt worden ist, der lehrt uns eines. Unsere Wege sind lang. Darum möge Gott unsere Wege segnen. Er möge dafür sorgen, dass die Straße uns zusammenführt, dass wir immer wieder zusammenkommen, weil wir auch zusammen gehören. Schöne Aussichten konnte man in luftiger Höhe genießen.
Die Firma von Barnico stellte dafür ihren Kran zur Verfügung. Und unter dem Motto, wir feiern bis der Mond scheint, ging dann um Mitternacht dieses schöne Fest zu Ende. Thank you.